Vor ein paar Wochen hatte ich schon einmal ein Video mit dem Titel Der Himmel öffnet sich aufgenommen. Damals war das Gerüst zwischen Altar und Ostwand bereits gefallen und jetzt passt der Titel wieder ganz gut, denn jetzt ist bereits die Hälfte des Gerüstes in der Kirche zurückgebaut, sodass sich bereits ein relativ großer Teil unseres Deckengemäldes jetzt hier über uns eröffnet und wir auch von unten einen Blick auf unsere neue Decke werfen können. Doch bevor wir das gleich tun, noch einmal kurz, was ist in der Kirche seitdem noch so passiert? Wir sehen es hier, hier baumeln schon ein paar neue Lampen. Baumeln deswegen, weil sie natürlich an der einen Seite schon an ihrer richtigen Stelle hängen, auf der anderen Seite natürlich noch nicht in ihrer richtigen Höhe. Die muss also noch ausgerichtet und justiert werden. Man sieht auch hier an den Lampen, dass dort in der Mitte so ein kleiner Spot dran ist. In diesem Fall ist der Spot dafür gedacht, an dieser Stelle, wo ja das ehemalige Altargemälde hängt, also das Gemälde, das zentrale Kreuzigungsgemälde, was in der Mitte unseres Altars hing, bevor unser Altar damals 1819 zum Kanzelaltar geworden ist, was ja jetzt hier an dieser Wand hängt, bekommt also auch eine spezielle Beleuchtung. Das muss natürlich dann auch dahingehend ausgerichtet werden. Ansonsten strahlen die Lampen zum einen nach oben hin, um also unser schönes neues Deckengemälde zu illuminieren und auf der anderen Seite nach unten, um der Gemeinde auch Licht zu geben, dass sie im Gesangbuch lesen kann. Wenn man jetzt von der Empore sieht, soll man natürlich nicht geblendet werden, deswegen von der Seite dieser Sichtschutz, dass man, wenn man beispielsweise von der Empore auf die Kanzel sieht, nicht geblendet wird. Ja, das Gerüst ist also bis zur Hälfte zurückgebaut. Man sieht es, die Wände sind allerdings noch nicht überall fertig gestrichen. Da sagt allerdings der Maler, das ist für ihn kein Problem. Von unten bzw. von der Empore aus kann er die Wände auch gut mit der Leiter erreichen und die Wand dahingehend streichen. Ja, so viel, was ansonsten hier noch geschehen ist. Und jetzt will ich gar nicht mehr so viele Worte verlieren. Und jetzt werfen wir mal von unten einen Blick auf unser schönes neues Deckengemälde, auf den Teil, der bereits zu sehen ist. Und ja, wenn das Gerüst jetzt hier schon so weit zurückgebaut ist, bekommt man schon ein bisschen wieder den Eindruck, also es wird langsam wieder unsere Kirche, weil sich die Baustelle nach und nach ein bisschen zurückzieht. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein ganz neuer Eindruck, den man jetzt hier im vorderen Bereich hat, zusammen mit dem barocken Altar, mit dem barocken Deckengemälde, der Altar, der übrigens auch noch mit zwei Lampen, die sich hier oben befinden, beleuchtet wird. Ein Wort noch zum Schalldeckel der Kanzel. Da haben wir auch ein paar Details rekonstruiert, und zwar ein paar Flammen, die oben auf dem Schalldeckel dran sind, die im Laufe der Zeit verloren gegangen sind. Ich persönlich kenne den Schalldeckel auch nur noch mit rudimentär ausgestatteten Flammen. Das werden wir alles gleich sehen, wenn wir jetzt einen Blick auf diesen vorderen Bereich werfen, wie er schon in großen Teilen, zumindest was die Malerarbeiten angeht, fertiggestellt ist.